OGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier mal wieder bei einer Analyse, zu Champions League Viertelfinale. Ich dachte mir mal, gut, es ist mal wieder Zeit für eine Analyse. Ein paar Monate ist es her, als ich meine letzte Analyse gemacht hatte und jetzt ist das Viertelfinale halt dran. Vor circa einer halben Stunde wurde der Champions League Viertelfinale ausgelost und im Hintergrund seht ihr jetzt die Partien, die so zugelost worden sind. Wir fangen mal dann an. Barcelona gegen Atletico Madrid. Ich würde mal sagen, ein spanisches Duell auf Augenhöhe. Das Hinspiel in der Liga ging auch 0-0 aus. In der Liga sind sie, glaube ich, Zweiter und Dritter mit, wenn überhaupt, ein, zwei Punkten Unterschied. Also das wird definitiv spannend und Atletico Madrid hat das Heimspiel im Rückspiel. Also da könnte Barcelona echt fallen. Ich würde mal aber trotzdem behaupten, dass Barcelona sich durchsetzt, weil Barcelona ist einfach internationaler in diesen K.O.-Spielen, denke ich mal, abgeklärter. Und Barcelona wird sich mit einem Sieg und Unentschieden durchsetzen. Das nächste Finale oder hier Viertelfinale ist Real Madrid gegen Borussia Dortmund, das letztjährige Halbfinale, wo im Hinspiel der Robert Lewandowski viermal getroffen hat gegen Real Madrid. Also da hat er definitiv Real Madrid auseinandergenommen und da haben sie auch das Finale verspielt. Diese Saison würde ich aber sagen, dass Real Madrid hier mit zwei Siegen ins Halbfinale definitiv, ich würde mal sagen, souverän marschieren wird, weil Borussia Dortmund ist im Moment in einer Phase, wo sie echt Schwierigkeiten gegen gute Gegner haben, zumal mir das auch ein bisschen leid tut für die deutschen Mannschaften hier, aber Real Madrid ist diese Saison einfach zu stark. Das nächste Viertelfinalpartie ist Paris Saint-Germain gegen FC Chelsea. Das ist auch mal hier sehr spannend, Ibrahimovic gegen José Mourinho. Also da kann man sich bestimmt auf den ein oder anderen netten Spruch hier gefasst machen. Ich würde aber sagen, dass Paris weiterkommt. Warum Paris? Paris ist diese Saison konstant immer gut. Sie geben Vollgas, also so ähnlich wie Real Madrid. Die lassen keine Spiele unnötig schleifen, sag ich mal so. Und Chelsea, ja, das ist so eine Wundertüte. Die stehen meistens hinten kompakt und dann kontern sie. Aber gegen einen Gegner wie Paris, die auch, sag ich mal, hinten defensiv stark sind, aber vorne offensiv so ein gewaltiges Potenzial haben, da denke ich mal, dass Chelsea da Probleme bekommen wird. Also war ja auch so ähnlich wie gegen Galatasaray im Hinspiel im Achtelfinale. Da hatte Chelsea dann auch zweite Halbzeit richtig viel Glück gehabt, dass sie da nicht verloren haben. Also ich denke mal, Paris wird sich da durchsetzen. Und die letzte Partie ist Manchester United gegen FC Bayern München. Ja, ich als Manchester United-Fan sehe dieses Los als, ja, tragisch gegenüber. Also ich denke mal, da ist nichts zu holen für Manchester United. Haben hier gegen Olympiakos Piräus die erste Halbzeit, das war die beste Halbzeit diese Saison von Manchester United. Aber man hat gesehen, Olympiakos Piräus, als sie in der zweiten Halbzeit wiederkam, da hat Manchester United wirklich Glück gehabt, dass De Gea, De Gea da 2, 3, 4, 5 Glanzparaden gemacht hat oder gezeigt hat und dementsprechend die 0 festgehalten hat. Und Bayern ist mit dieser Saison mit Real Madrid die stärkste Mannschaft, würde ich mal sagen. Und ja, Vorteil ist natürlich auch, dass Bayern München das Rückspiel oder das Heimspiel ein Rückspiel hat. Und ich denke mal, Unentschieden könnte noch hinkommen im Hinspiel, aber Rückspiel wird Bayern gewinnen, weil sie sind einfach abgeklärter. Da muss ich leider als Manchester United die weiße Flagge hier hissen und sagen, ja gut, dann eben, ja okay, nächstes Jahr Champions League, das wird ein bisschen knapp, aber das wird leider nichts. Gut, das war's dann mit meiner Einschätzung. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn so seht. Und nicht nur einfach, am besten wäre es, wenn ihr nicht so schreibt, ja, hier Barca gegen Atletico 1-1, sondern so einen kleinen Text so verfasst wie ich, das so ähnlich, so eine kleine Analyse. Und dann bin ich mal gespannt. Also ich würde mal sagen, ja, ich denke mal, nur wenige sind meiner Meinung hier, aber das ist ja Fußball, da kann man schön diskutieren.
Ja, dann sage ich, wir sehen dann vielleicht uns zur Halbfinalauslosung und dann sage ich, ja, tschüss, bis dahin, euer Famous NMS.